Seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von Sachs Video Training oder von eurem Sachsfunk Channel auf YouTube. Heute gibt es den zweiten Teil der kleinen Serie mit drei Teilen über das Thema Akkordsymbole, wie die funktionieren, was die bedeuten und welche Töne auf die Akkordsymbole passen. Das machen wir nämlich heute in diesem Video. Aber erst möchte ich mich mal bedanken bei euch, dass ihr mir so viele Fragen gestellt habt, dass ihr bei der Umfrage mitgemacht habt. Super, vielen Dank. Es kamen ein Haufen Fragen und die ein oder andere werde ich auch noch beantworten oder ich mache in dem neuen Improvisationskurs mache ich noch ein ganzes Kapitel darüber. Weil da waren doch einige Sachen dabei, die hatte ich noch nicht auf dem Schirm und ja, das ist einfach super, wenn ich weiß, was euch interessiert, was euch besonders wichtig ist. Und so die wichtigsten Fragen, die werde ich dann nochmal in einem extra Kapitel behandeln oder vielleicht auch hier auf YouTube ein paar Sachen noch posten. Ja, gut. Okay. Kurz was zur letzten Folge. Im letzten Video hatte ich euch erklärt, wie ein Akkordsymbol funktioniert, also was diese Zeichen bedeuten, was da drin sein kann. Ich werde natürlich nicht komplett das komplette Thema Akkordsymbole mit allen verschiedenen Arten der Akkordsymbole abdecken können. Das ist viel zu umfangreich. Aber ich habe euch so eigentlich nur zwei, drei kleine Sachen gezeigt. Und wenn ihr die kennt, dann könnt ihr schon vielleicht 80% der Akkordsymbole lesen oder könnt die entziffern. Und könnt auch selbst die Töne finden, hier drauf passen. Das machen wir nämlich in diesem Video. Wir werden uns die Töne suchen, die auf die Akkordsymbole passen oder die man spielen kann, wenn man die Akkordsymbole kennt. Erst nochmal kurz eine Zusammenfassung vom letzten Video. Ich hatte euch ja gesagt, ich werde die Kamera wieder ein bisschen näher holen. So, ich hatte euch ja gesagt, okay, es gibt Buchstaben, Großbuchstaben. Und wenn ihr nur den Buchstaben seht, dann bedeutet das schon was. Es bedeutet nämlich, ihr habt einen Dur-Dreiklang. Also der Buchstabe sagt euch den Basston, ganz easy. Wenn da nichts dabei steht, nichts dahinter steht, dann habt ihr einen Dur-Dreiklang. Nochmal vier Cs, so, ein bisschen Abstand. Jetzt haben wir hier Dur und jetzt mache ich hier mal ein Minus hinten dran oder man kann auch schreiben Mi oder nur das M. Das bedeutet Minor, Moll. Und das Minus bedeutet auch Moll, also das ist quasi austauschbar hier. Ich mache immer das Minus, finde ich besser, finde ich leichter. Und jetzt haben wir aber immer nur drei Klänge, also wir haben da noch keine Septime dabei und die machen wir jetzt dazu. Also was gibt es für verschiedene Septimen? Es gibt diese Septime, wenn ihr einfach nur eine 7 hinten dran schreibt, dann bedeutet das immer, es ist eine kleine Septime. Ja? Und wenn ihr eine große Septime wollt, dann müsst ihr das extra kennzeichnen, dann schreibt ihr sowas dran. So ein Triangel oder eine andere Möglichkeit ist auch noch, ihr schreibt ein J oder ein MA oder ein MAJ. Das ist alles eine Möglichkeit, um Major 7 zu schreiben. Das ist eine große Septime, wenn nur die 7 steht, ist eine kleine Septime. Okay, dasselbe haben wir hier für Moll-Akkorde. Also hier haben wir einen Moll-Dreiklang, dann mache ich eine 7 dazu und dann haben wir Moll 7. Und das gleiche kann ich natürlich auch mit einer Major 7 machen, obwohl dieser Akkord, der kommt nicht so oft vor. Das ist nicht so häufig. Also diese drei Akkorde, die findet ihr relativ oft. Natürlich nicht nur in C, sondern auch in allen anderen Tonarten. Ne? Was muss ich jetzt machen, damit ich die richtigen Töne für die Akkordsymbole finde? Das erste, was ihr machen könnt, um ein paar Töne zu finden, die auf eure Akkordsymbole passen, wenn ihr ein neues Stück spielt, dann könnt ihr erstmal checken, in welcher Tonart ist das Stück. Wie mache ich das? Die Tonart finde ich raus, oder finde ich oft raus, nicht immer, aber meistens finde ich die raus, indem ich mir am Anfang des Stückes einfach mal die Vorzeichen anschaue. Und das ist jetzt was, das müsst ihr wissen, das müsst ihr lernen, das müsst ihr einfach wie Vokabeln lernen. Wenn ihr schon mal Durtonleitern geübt habt, dann wisst ihr das wahrscheinlich. Vielleicht nicht in allen Tonarten, aber ihr könnt bestimmt die meisten Vorzeichen für die Durtonleitern, die ihr geübt habt, die wisst ihr. Also zum Beispiel, wenn da gar nichts vorne dran steht, also ich habe hier eine Notenzeile, es geht hier los, so zack. So, und da steht kein Vorzeichen hier, dann wisst ihr schon mal, okay, das Ding ist in, na, wisst ihr wahrscheinlich, in C-Dur. Also C-Dur hat kein Vorzeichen. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Kreuz steht, hier oben, dann wisst ihr, das ist G-Dur. Das müsst ihr einfach vorher wissen. Dann habt ihr die Tonart mit zwei Kreuzen, das ist D-Dur. Dann gibt es die Tonart mit drei Kreuzen. Mal gucken, wie macht man denn das? Genau, da ist das Kreuz noch hier. Das ist A-Dur und so weiter. Also wenn ihr die Tonarten vielleicht mit drei Vorzeichen kennt,
drei Kreuzen und drei Bs, also bis drei Vorzeichen, dann wisst ihr schon ganz schön viel. Dann kennt ihr schon die Hälfte aller Tonarten, aller Durtonleitern. Okay, jetzt gehen wir zu den Bs. Genau, haben wir wieder fünf Notenlinien. Es gibt eine Tonart, die hat ein B, das ist F-Dur. Dann gibt es eine mit zwei Bs, das ist das zweite B da oben, das ist B-Dur. Und dann gibt es noch eine hier, in diesem noch, dem Ass dabei, das ist S-Dur. Na, das müsst ihr einfach vorher wissen. Und wenn ihr das wisst und ihr seht euer Stück an, na, ihr wollt ein Stück improvisieren und ihr schaut euch die Vorzeichen an und dann seht ihr, ah, okay, das Lied ist in S-Dur oder in F-Dur oder sowas. Na. Und als nächstes, wenn ihr die Tonart rausgefunden habt, wie gesagt, das klappt nicht immer, aber oft, wenn ihr die Tonart rausgefunden habt, dann schaut ihr euch mal einfach die Grundtöne der Akkordsymbole in diesem Stück an. Okay, dann nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, was ihr machen könnt, wenn ihr eure Töne für die Akkordsymbole sucht. Also, als erstes sucht ihr euch die Tonart. Wir nehmen mal als Beispiel, nehmen wir hier mal diese Tonart. Vielleicht wisst ihr auch, was das ist. Zwei Kreuze. Müsst ihr natürlich vorher wissen, ne? Müsst ihr euch ein bisschen auskennen mit den Tonarten, Vorzeichen. Zwei Kreuze, da weiß ich erstmal, okay, das Lied, was ich da spielen will, was ich spiele, ist in D-Dur. Zwei Kreuze heißt D-Dur. Jetzt mache ich einfach mal hier die Töne von D-Dur in das Notensystem rein. Ich schreibe jetzt extra hier nochmal die Vorzeichen auch nochmal vor die Noten. Muss ich eigentlich nicht machen, weil es ja hier schon steht, aber ich mache es trotzdem nochmal, damit ihr es besser erkennt. So, jetzt habe ich eine D-Dur-Tonleiter. Also, wenn ihr eure Tonart bestimmt habt, ne, ihr wisst, das Stück ist zum Beispiel in D-Dur, und dann habt ihr eure Töne gefunden, die D-Dur-Tonleiter zum Beispiel, sind ja die Töne dieser Tonart. Und wenn ihr dann mal in eurem Stück oben auf die Akkordsymbole schaut, und dann merkt ihr, dann stellt ihr vielleicht fest, dass diese ganzen Akkordsymbole, die Grundtöne der Akkordsymbole, dass das immer Töne aus dieser Tonarten-Tonleiter sind. Zum Beispiel, da steht dann oben über dem Stück, steht dann D Major 7. Oder da findet ihr vielleicht Cis Moll 7 B5 oder sowas. Was das jetzt hier bedeutet, das ist erstmal egal, aber ihr seht, Grundton Cis. Ah, Cis habe ich auch drin in meiner Tonart. Super. Und was gibt es noch? Zum Beispiel E-Moll 7 oder A7 findet ihr da vielleicht. Ja, das sind alles Grundtöne der Akkorde, die hier in dieser Durtonleiter drin sind. Und wenn ihr sowas entdeckt, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das bedeutet erstmal, auch wenn ihr noch gar nicht viel über die Akkorde wisst, das bedeutet erstmal, dass ihr über diese ganzen Akkorde immer schön mit dieser Tonleiter spielen könnt. Die passt. Weil diese ganzen Akkorde benutzen immer Töne aus unserer Tonart. Also wenn ihr das erstmal wisst, ist super. Und dann könnt ihr, wenn ihr hier keine Ausnahmen findet, könnt ihr erstmal nur mit der Tonart spielen. Perfekt. Jetzt gibt es aber natürlich ganz viele Ausnahmen. Ne? Zum Beispiel, ihr seid ja hier in D-Dur. Und jetzt kann es sein, dass ihr in dieser Tonart D-Dur, dass ihr vielleicht so einen Akkord hier findet. C7. Oh, was ist denn das? C7. Grundton C, das ist aber hier nicht drin. Ne? Ich habe hier ein Cis, aber kein C. Was mache ich denn da? Und in so einem Fall, wenn ihr so einen anderen Akkord findet, dann macht ihr Folgendes. Dann nehmt ihr den Grundton und macht erstmal darauf, also ihr seht, das ist ein C7-Akkord, dann macht ihr erstmal von dem Grundton aus die Durtonleiter. So, die müsst ihr natürlich wissen vorher. Also ihr müsst natürlich jetzt wissen, wie C-Dur funktioniert. Das wisst ihr wahrscheinlich. Ne? Okay, und jetzt wandle ich mir einfach die Töne, die ich brauche, von dieser C-Dur-Tonleiter ab. Also ihr seht, das ist ein Dur-Akkord, da steht kein Minus oder kein Mi, das ist also ein Dur-Akkord. Das ist wunderbar, weil hier in meiner C-Dur-Tonleiter habe ich ja schon eine Dur-Terz drin. Also da muss ich gar nichts ändern. Was ich ändern muss, ist hier der siebte Ton. Die 7 bedeutet, das ist eine kleine Septime, aber in jeder Dur-Tonleiter habe ich immer eine große Septime drin. Na, das H, was hier drin ist, das passt hier nicht. Und was mache ich? Ich verändere einfach den Ton, der hier anders ist, den verändere ich. Ich mache hier aus der großen Septime eine kleine Septime. Ich mache hier ein B davor. Zack. Und schon habe ich die Tonleiter, die auf diesen Akkord hier passt. Ganz schnell geht das. Nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal B7. B oder B-Moll 7. Machen wir es ein bisschen schwerer. Jetzt habe ich in meinem D-Dur, meiner D-Dur-Tonart,
einem Stück, was ich spielen will in D-Dur, habe ich einen Akkord drin, der heißt Bm7. Und der passt ja wohl da gar nicht rein. Ne? D-Dur habe ich keine Töne, die, also da ist kein B drin. Also ich gehe mal aus von diesem Basston hier, da steht B. So. Von diesem Ton aus schreibe ich mir die Dur-Tonleiter auf, die weiß ich, die habe ich irgendwann mal geübt. So, da ist ein S drin, F, G, A und da oben ist wieder das B. So, okay. Jetzt stimmen aber natürlich die Töne nicht. Ich weiß, hier ist eine Mollterz drin. Na? Der dritte Ton, die Terz, ist eine Mollterz, die brauche ich. In meiner Durtonleiter ist aber eine Durterz drin. Passt nicht. Also, was mache ich? Ich mache mir aus der Durterz einfach eine Mollterz. Ich schreibe dann B davor. Also, ich mache die einen Halbton tiefer. Dann habe ich aus der Durterz eine Mollterz gemacht. Dann habe ich hier eine 7 stehen, das heißt, es ist eine kleine Septime. In der B-Dur-Tonleiter ist aber eine große Septime drin. Wenn ich eine kleine brauche, mache ich mir einfach eine kleine. Aus der großen Septime, da schreibe ich ein B davor. Und dann habe ich eine kleine Septime. Und dann, ruckzuck, habe ich eine Tonleiter, die auf diesen Akkord passt. So einfach ist das. Das mache ich immer mit den Ausnahmeakkorden, die nicht zur Tonart gehören. Da kann ich das immer machen. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Ihr müsst da erstmal reinkommen. Und als Voraussetzung müsst ihr natürlich immer die Durtonleiter wissen für diese Akkorde. Ne? Sonst geht es nicht. Ihr müsst ja natürlich wissen, die Töne kennen, die ihr dann verändern wollt, die müsst ihr ja vorher wissen. Ups. So, das war euer heutiger Unterricht in diesem Video. Im nächsten Video, morgen oder so, geht es weiter. Da erkläre ich euch noch ein bisschen genauer, was ihr machen könnt, um von der einen Harmonie auf die andere Harmonie zu spielen, also vom einen Akkord zum anderen Akkord zu kommen. Da gibt es so ein paar Methoden, wie man das üben kann. Und mit dieser Übung, da werdet ihr lernen, dass man das ein bisschen eleganter macht und dass es ganz gut nach Melodie klingt. Oft hat man ja das Gefühl, der Solist, der kann zwar das Material spielen, kann die Tonleiter spielen, kennt die Akkordtöne, aber wenn er dann über die Akkorde spielt, von dem einen auf den anderen, hat man immer das Gefühl, ja, das stimmt irgendwas nicht, das klingt so ein bisschen mechanisch, ein bisschen roboterhaft, ein bisschen hölzern. Und da gibt es so eine einfache Methode, das zeige ich euch, wie man das üben kann, damit es ein bisschen schöner klingt. Okay, das aber morgen im nächsten Video. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Viele von euch haben mir geschrieben, ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Ich sehe dieses ganze Theoriezeug, diesen riesen Berg an Material, Skalen, Tonleitern, Moll und Dur und melodisch Moll und diese ganzen Stufenakkorde und alles. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Das ist einfach viel zu viel Zeug. Und dazu kann ich euch sagen, kein Problem. Das ist natürlich super umfangreich, wenn man alles spielen können will, das ganze Theoriezeug, alles wissen will. Das ist natürlich sehr viel Zeug. Aber wenn ihr vielleicht so ein paar Durtonleitern schon geübt habt und ihr könnt, wenn ich euch sage, spielt es mal direkt ohne Noten A-Dur, das würdet ihr hinbekommen. Also ihr wisst, A-Dur hat drei Kreuze und ihr könnt es direkt spielen, ohne vor die Noten zu verlangen oder die Noten zu suchen. Dann habt ihr eigentlich die besten Voraussetzungen für diesen Kurs. Oder auch um euch mit Theorie zu beschäftigen, mit der Improvisationstheorie. Es ist tatsächlich so, wenn ihr einmal diese Denkweise verstanden habt, also wie ihr die Tonart findet von einem Stück, wie ihr diese einzelnen Stufen aus der Tonart finden könnt, was für Material ihr spielen könnt, wenn ihr ein paar Ausnahmen erkennen könnt in dem Stück und da auch noch quasi die Töne dafür findet, dann habt ihr schon einen Riesenteil abgedeckt und könnt damit echt schon ganz viele Sachen spielen. Im ersten Improvisationskurs, in diesem Basic-Improvisationskurs, da geht es ja hauptsächlich auch darum, dass ihr mit der Tonart und mit der Melodie, die in dem Stück sowieso drin ist, dass ihr damit ein bisschen arbeitet und damit ja, Solo spielen lernt. Und jetzt in dem neuen Improvisationskurs, da geht es halt ein Stück weiter. Ihr lernt diese Denkweise mit Stufen zu spielen und ihr lernt eben auch diese ganzen, ja wie Jazzer einfach denken oder wie Musiker denken, wenn sie über ein Stück improvisieren wollen, ihr lernt diese Denkweise kennen. Und das ist halt das Wichtigste, dass ihr das versteht. Und wenn ihr das nach den ersten zwei, drei Kapiteln verstanden habt, dann ist es kein Problem mehr, euch immer neues Material anzueignen. Das geht dann ruckzuck. Das ist einfach nur Fleißarbeit irgendwann. Und dann wisst ihr ganz genau, okay, wenn ich das Stück spielen will, dann brauche ich diese Tonleitern. Und das, genau, das ist das, was ich euch auch vermitteln will, dass ihr das alles selber finden könnt. Dass ihr nicht jemanden braucht, der euch immer sagt, ha, spiel doch da mal ein B oder da passt ein Fis besser. Sondern dass ihr das einfach selber erkennt. Ne? Okay, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen ja,
zu diesem Thema oder auch allgemein, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir gerne hier unten rein. Da könnt ihr einfach einen Kommentar reinschreiben. Ich lese das dann. Ich freue mich immer, wenn ihr mir was schreibt. Feedback ist super. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns bald im nächsten Video, wahrscheinlich schon morgen. Wenn ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt machen. Klickt einfach unten auf Abonnieren oder Subscribe, wenn ihr es auf Englisch eingestellt habt. Und dann bekommt ihr immer das neueste Video, was ich hochlade, was ich poste. Dann seht ihr das, habt das in eurem Kanal. Dann könnt ihr das immer schön schauen. Ne? Okay, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Da geht es um die Akkorde. Wie komme ich von dem einen Akkord auf den anderen Akkord? Und genau, ich habe wieder mir was Gutes überlegt. Und es gibt vielleicht sogar ein Playback dazu. Also ich mache euch noch ein Playback, womit ihr das üben könnt. Na? Gut, viel Spaß beim Üben und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.